Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir die letzten Gespräche mit unseren Gruppenmitgliedern geführt und ja, alle sind irgendwie dafür, dass wir Lambda vertrauen und ich bin auch voll dafür und wir gehen jetzt zum letzten Gefecht, zum Lastalia Schacht. Oder ja, zum Lastalia Schacht bei uns. Weil da wartet, weiß ich nicht, der, mein Gott, Fodra-Kern auf uns. Ich glaube, das wird ein bisschen lange dauern. So this is Fodra's Guardia Shaft. Ja, genau so, was? It must have been quite a sight back in the day. It's been totally corroded by all the Elith. It's possible that the path to the core has fallen into similar disrepair. Reaching our goal may be even more difficult than we first imagined. Not to mention the constant threat of attack from swarms of little queens. Well, super. We still have to go. Ja, du sagst, Sophie. I know how those girls feel. They fight because they want to protect something that's very important to them. But if we can just talk to them, they might realize we aren't their enemy. Even though there were so many of them, their faces all looked lonely. I want to know why. So we have to go. Sophie's right. Now let's go. Yeah. So. Ach ja, genau. Schreiten wir voran mit Hast, aber doch mit Bedacht. Das klingt irgendwie gar nicht nach mir. Ist hier unten was? Ich weiß es nicht mehr. Wird auf jeden Fall lange dauern, glaube ich, bis wir unten ankommen. Und ist ja tatsächlich irgendwas? Ach, hier geht sogar weiter. Ja, super. Warte mal. Verdammt, lass mich mal zurück. Ich habe mich da noch nicht. Okay, da oben ist das Schiff. Ja, egal. Obwohl, vielleicht gibt es und so. Was mache ich nicht alles, um irgendwie, keine Ahnung, alles zu entdecken? Ich kann auch mal gucken, ob ich noch Gegenstände und so was habe. Und ich würde am liebsten noch. Haben das diese schwarze Aura um mich weg ist, ja genau, wie es uns geht. Des Kaisers alte Kleider. Fodra's Core should be just up ahead. So Fodra's Core is just this world's version of Athenia's Lestalia? Yep, you could call it the original Lestalia. I see. That was where I fought all of you. I cannot apologize enough for my actions. That's over now. You can stop apologizing for it. Yes, I concur. However, there is one thing I would like you to clarify that's been bothering me for quite some time. Yes? Your appearance back then, did Lambda choose that style? Yes. Is there a problem with it? To be honest, I thought it looked rather fetching. I absolutely cannot believe His Majesty has such abysmal taste. Sorry, but who cares? I care. Even now, when I look at you, I can't help but recall back to that scandalous getup. You love obsessing over little things, don't you? Huh? Was? Hm? Pascal? So, hier können wir uns nicht teleportieren, okay. Ah, mein Gott, was ist mit Richard passiert? Ich kann es nur so oft sagen. Von hier aus können wir uns teleportieren. So, dann, ich hab noch alles. Okay. Ja, um die Kleinigkeiten werden wir uns irgendwann später kümmern. Da kann aber jemand dieses Ding ausschalten, ja, diese Aura. Danke. Finde ich gut. Sehr schön, wenn das Spiel auf mich hört. Alles klar, dann gehen wir mal. Ich sollte meine Gruppe vielleicht ein bisschen ändern. Espel kann drin bleiben. Der hat, glaube ich, noch verdammt viele Titel, dieser. Ja, guck ich das an, ey. Das ist auch krank. Das ist auch ekelhaft, ey. So, Cherry muss natürlich auch rein. Oder sind die jetzt schon wieder alle so, wie sie vorher geordnet waren? Ich glaube nicht, ne? So, Richard, du kannst auch mal rein. Für, ja. Sieht schon aus wie ein Endkampfteam irgendwie. Wahrscheinliche. Aber gucken. So ein paar Titel, ja. Leveln und meistern und so, aber das kommt ja alles noch. Wir gehen erstmal hier rein und
tun, alles erkunden. Ach ja, mein Gott, das wird so, ja. Das wird ein bisschen lange dauern und ja, wo soll ich als erstes hin? Ich werde oft hier hin und her rennen, habe ich das Gefühl. Innenleben, okay. Bang, screw, chuck it in. Nope. What are you doing now, Pascal? Get off of there and let's get going. But if I can't fix this, how will we get back up? It worked enough to get us down here. Yeah, but the parts are worn out. It won't be able to take anything too heavy back up. Too heavy? Do you mean me? What's wrong, Sharia? It's because of that sweet potato I ate after dinner last night. I heard sweets don't count if they come from plants, but... I'm such a fool. Sharia? Forgive me. This is all my fault. Okay. What the hell was that? Consider a lesson in how a woman's mind works. So you actually understood it? Not one bit. Anyway... I'm sure there's something around here that'll help us get back up. Okay, ich nehme an, wir können wirklich nicht nach oben. Verdammt. Machen wir mal so. Alles klar, die normalen Gegner. Mann, du siehst aus wie ein Miniaturlemda. Leuchtender Kern. Ah, ich weiß auch, ob das hinausläuft. So, finale Dungeon Musik, mein Gott. Und er will 109, willst du mich auf den Arm nehmen? Ist ein Arzt, anfällig. Ich sag das doch gleich. Mal gucken, ob wir hier durchkommen irgendwie. Ja, Dreck. Bleibt hier! Ob ich das hasse, will die mich einfach ignorieren. Ja, ich glaube, den Schwierigkeitsgrad kann ich wieder runterstellen. Weil die machen mich fertig, hab ich so das Gefühl. Einfach mal so. Ja, wir spielen schon wieder verlernt, ey. Haben wir seit ein paar Parts keinen Kampf mehr gemacht. Ja, den Schwierigkeitsgrad kann ich lieber runterstellen. Ja, die machen mich fertig. Aua. Verdammt. Ja, ich würde mal so einen Drachenangriff einsetzen, fällt mir ein. Hilfe. Muss man eigentlich kaputt kriegen. Verdammt, Dreck. Hey, das ist nicht gut. Ja. Der Schwierigkeitsgrad wird sowas von runtergestellt. Dreck. Kann irgendjemand so viel wieder beleben? Danke. Oh Gott, Richard hat auch mal wieder was gemacht. Gut. Ja, also mindestens ein Ding wird da drunter gestellt. Das ist auch krank, ich komme ja gar nicht voran. Was haben wir, die Kämpfe viel zu lange dauern. Alter, kannst du mal treffen lassen. Ja, gibt's doch nicht. So, das hat er ein. Aua, aua. Mein Gott, wie lange dauert es denn, bis Sharia jemanden wiederbelebt? Und wenn ich da jetzt an andere Tests aufspiele, jetzt denke, ist Sharia verdammt langsam. So, das mach ich doch mal. Wir ziehen was gar nichts ab. Aua. Also war gleich ein Elefant, sagt er dann. Ich wollte schon sagen, greift sich irgendwie an. Aber habe ich keine Dings eingesetzt. So, mach weg bitte. Okay, das war sehr viel schwieriger, als es hätte sein müssen. Überlebender erlernt, gut. Okay, eins runter bitte. Ist auch krank.
Wir sollen hier überleben. So, Banane. Wo teleportiere ich mich hin? Keine Ahnung. Aber naja. Wird schon richtig sein. Miniatur-Lambdas. So, wie seid ihr denn jetzt drauf? Ihr seid jetzt Level 97. Das ist doch humaner, würde ich sagen. Oder? Ich glaube schon, ja. Aber ich werde nicht jetzt hier 20 Minuten den Kampf hier bestreiten. Da muss ich wohl noch ein bisschen trainieren. Ja, oder? Ja, ausgehen werde ich auf jeden Fall noch richtig viel trainieren. Ja, auch spannend bleibt. Da habe ich irgendwas, das FP irgendwie schneller bringt. Ich habe jetzt keinen Bock, meine Gerichte alle so auszutauschen. Aber was soll's. Bonus FP, bla 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 bla. Meiner Trefferkombo, wenn man auflevelt. So, weiß nicht. Ja, irgendwie hat schon mehr. Ist egal. Ich werde schon keine Ahnung mehr, wo ich bin, ne? Aber ich glaube, es ist richtig. Ja, es geht weiter unten. Ich sehe da hinten schon wieder was, was mich interessiert. Ein Teleporter, wo komme ich jetzt hin? Ich bin wieder bei 1, okay. Sehr schön, das war doch da, wo ich glaube ich angefangen habe. So, kann ich euch jetzt auch schnell kaputt hauen? Okay, jetzt schon mal besser aus. Glaube ich. Mein Gott, 4 Stück von denen. Ja. Mein Gott, warum ist jetzt so ein riesiger Unterschied schon wieder? Ich habe nur einen Stufe runtergestellt. Irgendwie nehme ich jetzt fast gar keinen Schaden mehr. Geht auch gar nicht. Na? Was soll ich mal anders steuern? Also als Billard schon als möglich an Ziele. Der 50er kommen werde ich ja nie im Leben schaffen. Das ging eher als anfällig, ne? Sag das doch gleich. Komm noch. Zurück tun die nicht alle irgendwie so Nova zuschauen oder so aktivieren. Das wäre ja richtig nervig. Aua. Aua. Pascalisch. Okay. Ich glaube, ich pfeife mir mal so ein Gericht ein. Ich mehr FP oder so bekomme. Ja, das ist gut. Den kochen Kampf. Dann tun wir hier so ein Dingens. Ein das FP erhöht. Ne, okay. Nach dem Kampf? Nein, nicht nach dem Kampf. Im Kampf. Wenn Kampf mehr länger als 60 Sekunden. Erfahrung? Ja, Erfahrung. Oder Erfahrung ist wirklich irgendwie besser. FB kann man durch so viele verschiedene Sachen bekommen, ohne Truhe. Zum Beispiel durch Missionen und so weiter. Schwert von Legendia, ein wahrlich legendäre Rufklinge. Es galt als unmöglich, sie jemals zu besitzen. Legendia? Was sind das wieder für Anspielungen? So, mehr physische Angriffe, mehr Präzision, mehr SK, nein. Auch ja Kreis-Angriff, hallo.
Er hat so gut wie gar keinen Kreisangriff. Was ist denn das? Dann tauschen wir mal mit irgendjemand aus. Ich habe auch den genommen, Partikel. Sechs Auge. Doppelklingen, Maestro. Vielsammler. Ja, das wäre doch mal. Futsch. Ey. Ich hab wieder auf Manuel. So, er bekommt ja durch Dingens hier verdammt viel. Durch, ja. Wie nennt sich diese Fähigkeit nochmal? Oh, das wäre gut. Kreisangriff. Aber ich habe so das Gefühl, ich bekomme nicht so viele FP. So ein Mist. Deswegen muss ich alles fertig machen. Komm her. Oh mein Gott, was? Und zack. Burns. Drei auf einmal, oder? Ne, zwei. Ich denke nur. Ich dachte, ich würde alle treffen. Ja, ich treffe mich noch, glaube ich. Nee, doch nicht. Aua. Oh, ich kann gar nichts machen. Super. Ich muss keine Art oder so mehr aufleveln, weil ich schon alle hat. I can't believe our baby Hubert got so strong. Please don't mention my past in front of everyone. Komm, aber gute Erfahrung. Der Kampf jetzt länger gedauert als 60 Sekunden. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Okay, das wird ein ewiges Hin und Her. Ihr und ich werde wahrscheinlich alles Mögliche verpassen. Schon längst wieder vergessen habe, wo ja was war. Ja, sieht genau aus. Ja, ich werde ein paar Kämpfe hier machen. Aber nur mit diesem List. Dann machen wir mal den hier. Das habe ich ja überhaupt schon mal gezeigt. Dafür nicht vergessen, wenn Stärke hier kann man hier einsetzen. Was haben wir schon gekämpft ein bisschen? Weil eigentlich nicht gut ist. So, ich habe das Rezept schon aktiviert. Ich würde mal gerne aktivieren vorher. Schütze Sherry. Ich glaube, da wird nichts. Nee. Ein anderes Rezept brauche ich. Ein anderes Gericht. Wird auch dauern nichts. Ich brauche mehr Erfahrung. Ja, das habe ich doch, glaube ich, mal. 30 Treffer kommen, das ist wahrscheinlicher. Ist auch nicht so leicht, aber ist wahrscheinlicher. Weil mit dem 11-Schub dann kommt man eigentlich garantiert 30 Treffer kommen. Vor allem mit der Fähigkeit hier, genau. So, Bosch. Gekocht, da ist schon mal mehr Erfahrung. Und Sherry ist tot. Was zum Teufel? Ist nicht gegen Feuer anfällig. Wie kannst du es wagen? Meine SK auf Ladrad ist auch ein bisschen niedrig. Bam! Sehr schön. Aua. Verreck. Verdammt, er war schneller. Wieso ziehen wir mit ihm so wenig ab?
Einfach fast gedrückt halten und dann kommt das. Weil müsste jeder Angriff jetzt stärker sein. Sogar SK Bonus geben und so alles. Boah, was? 32.000. In dem Mondklaue, was? Demon Fang? So. Ruhe. Welche Ebene bin ich hier? Ebene 2. Oder Basis 2. Unschuldsblender. Klingen, die harmlos aussehen, jedoch auf Befehl des Benutzers höllisch scharf werden. Innocence also. Oh, meine PS3, die geht schon wieder voll ab. So, hier haben wir Kreis Angriff. Mein Gott, wie viel schwächer ist denn das? Tempo-Effekt-Dauer, was? Ja. Ja, richtig geil. Wow, das war knapp. So, tun wir erstmal die ganze zweite Ebene hier erkunden, bevor wir wieder irgendwo hinfahren. Und ja. Mal gucken. War ich hier schon? Ja. Okay, wir können immer noch runter anstatt drauf, hat sie ja schon gesagt. Sehr schön. Komm mal her. Der Tempo muss ich dabei verlängern, ist ja richtig. Spätst du hier noch mal mehr Erfahrungspunkte? Sehr schön. Mein Gott. Ist ja sehr gut. Wenn sie jetzt mal so 32.000 Erfahrungspunkte kriegen, ey, wenn das Schwert umgekriegt, ich kann es nicht. Das wird echt schnell gehen. Nein, geh weg von... Aua, darf ich mal da hingehen, danke. Ich krieg eben ab. Aua. Darf ich mal mich von einem Ort zum anderen bewegen, ohne dass ich von allen Mitteln abgeschossen werde, oder was? Danke. Okay, jemand, der spielt, ich kenne sich das schon voll atemberaubend aus, wie ich so viel Technik auf einmal einsetzen kann. Oder ich nur Kreis gedrückt. Hat er jetzt 4 Sterne auf einmal bekommen, der Richard? Ja, für Thiel hat er einen ausgerüstet gehabt. Er hat 4 Sterne auf einmal bekommen. Hitzeresistenz, okay. Wollte schon sagen. Ja, voll imbar. Da gucken wir mal nach, wo ich hinkomme, wenn ich diesen Aufzug hier nehme. Ich komme mir gar nicht mehr klar mit der Orientierung. Und dann. Oh, wieder runter, okay. Vielleicht mal hier einen Schnitt machen. Oh, da hinten sehe ich schon wieder was Schönes. Geh weg. Das neue Truhe nehmen wir die auch noch mit. Oh, was? 80 Tonnen Gold? Okay, Goldproblem habe ich eigentlich nicht mehr, ne? Was haben wir denn hier noch? Eine Entdeckung. Bergbauproben. Kampf gegen die Zeit. What's this? Maybe it's like... Oh, I got it! These are... Crystallized forms of Elith. Hey! I was gonna say that! That kind of knowledge seems a bit above your pay grade. Oh, Lambda told me all about it. Lucky! Oh, hey! Like, ask Lambda what the crystallized Elith is for. He says, figure it out for yourself. Fine, I will! Hmm... I got it! There! The remains of crystals excavated from the lower strata for the purpose of collecting Elith sampling data. Again! I was gonna say that! Lambda is kind of a jerk. Mein Gott, alle Trollen sind herunter im Future-Hack. Na gut, aber ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Crystal App, wo wir alles Restliche erkunden werden oder auch nicht. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!